Servus Leute, was geht ab? Wir sind schon mitten hier in der Lobby. Geil. Alter, ich bin so ein Affe. Hier, das war übrigens unsere Klasse. Sorry, dass man mich gerade doppelt gehört hat. Ich hatte noch den Sound von dem Elgato-Programm und der gibt den... Ah, scheiß drauf. Jetzt hört ihr mich ja nicht mehr und jetzt alles in Ordnung. Frei für alle auf Standoff, wie gesagt. SWAT, Zielsucher, Schalldämpfer. Kaltblütig hier, Ding. Ach, ihr seht die Klasse jetzt nochmal. Was laber ich eigentlich? Hier. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fange jetzt nicht im Hauptmenü an wie sonst, weil ansonsten... muss ich wieder die Dings suchen, die Lobby, und ich habe keinen Bock, das Video da irgendwie unnötig extra lang zu machen. Und der Sniper hier, ich habe eben schon mal eine Lobby gesucht, der ist erstens am Tryharden, wie man sieht, mit C4 und kann zweitens sogar noch snipen. Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Wenn ich hier mit 12er Brezi mit der B23R spiele, das ist eigentlich gar nicht so mein Bereich, sag ich jetzt mal, wo ich eigentlich hin möchte. Und die Gegner schlucken mit dem scheiß Schalldämpfer hier auf der Waffe einfach so übertrieben. Da hinten möchte ich nämlich hin. Also, keine Ahnung, man braucht wirklich auch selbst mit 100er Prezi. Ey, wir nämlich zu. Auto, explodier doch, Mann! Darauf habe ich jetzt eher spekuliert, weil ich konnte jetzt nicht mit dem. Vor allem, was wollt ihr mit euren Zielsucher, Jungs? Ich kann damit erstens nicht spielen. Ja, wem hätte es. Komm, wie der schluckt. Der Knecht. Es wird auch jetzt schon in dieser Aufnahme. Komm mal, mein Gott, ey, der. Keine Ahnung, der. Komm her. Oh, jetzt geiert sich der Scheiß. Oh, Mann, Alter, die Lobby macht irgendwie aggressiv. Ey, man braucht einfach so viele Scheiß-Hits. Tschüss. Liegt der. Lol, er liegt da echt. Ich pack's hier nicht. Ja, wie gesagt, schreibt mir übrigens, ihr seht ja rechts unten, ich habe mir da jetzt einfach ein paar Streaks ausgesucht. Schreibt mir auch immer Punkte sehen. Oh nein, jetzt muss ich den erstmal new. Oh, Alter, die Schnauze. Schreibt mir auch bitte immer auch Punkte sehen in die Kommentare. Oder sonst darf ich mir die aussuchen. Ich weiß nicht, ob ihr da immer. Hä, war der unten oder was? Doch, ich dachte schon eben, der stand hinter mir. Okay, Drohne raus. Kurz abchecken. Wo die. Er spielt Geist. Stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Komm her. Ach, er ist tot. Jetzt habe ich verstanden. So, wir campen auf unseren Wächter. Komm her, Camping. Komm zu Mama. Dann halt nicht. Dann muss Mama wieder zu ihm kommen. Worauf ich eigentlich überhaupt gar keinen. Oh, wie ich ihm gegeben habe. Und jetzt hier erstmal schön den Wächter hin eliminieren. So, wie sich das gehört. Und dann einfach ganz gechillt ihr Camping Oh, haltet euch bitte die Augen zu. Was man hier eben sah, ist, wie man nicht aimt. Oh mein Gott. Nein, das müssen wir auf jeden Fall rauslassen. Weil wir schluckten da so von viel vom Wächter. Was wolltest du da? Oben, unten. Oh, verpiss dich, du dreckiger Sniper. Ich möchte auf jeden Fall meine Vorräte haben. Vor allem, weil das ein... Loads da drin. Ja, das habt ihr jetzt davon. Darauf habe ich schon immer mal spekuliert, dass ich da einen Loads da drin habe, meine Freunde. Die Runde wird dann dementsprechend knackig. Ich mache jetzt noch ein, zwei Kills mit der Waffe. Damit es jetzt. Nein, ja, wenn ihr mich jetzt holen. Deswegen solltet ihr mir Punkte selten reinschreiben, weil, ne, pass auf so. Jetzt gewinne ich das Ganze nämlich ganz gechillt. Ganz gechillt, meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Klatsch. Boah, Loadstar in FFA fühlt sich so komisch an. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, genau, verpiss dich alle bitte schnell ins Haus. Oh, das fühlt sich so geil an. Er geiert sogar. Ja, deswegen, wie gesagt, schreibt mir Punkte-Serien rein, sonst darf ich mir selber welche aussuchen. Und aus der Vorratsbox kann man doch immer schön... was draus nehmen. Oh mein Gott, jetzt quittet der Host sogar. Nice one. Ja, das ist dann eher hier so eine Fun-Folge. Boah, geil, komm ich jetzt hier noch im Loadstar sitz. Lol, jetzt veraimt erstmal. Hä? Wo war denn der jetzt da? Loadstar Power
Aufrei für alle. Aufrei. Aha, der war aber los. Komm, bitte einmal. Nein, Spaß. Einmal ein Lacher für den jungen Herrn. Ja, ihr seht, ich habe. Der Loadstar hat mich jetzt nicht direkt zum Sieg gebracht. Der hat mir noch einen schönen Turn-On gegeben. Lol, der zweite hat sogar 21. Ich sag ja, dieser Sniper. Aber mein Wächter bleibt immer in allen Runden lang bestehend. Und er. Was hat denn der? Hand des Todes hat er drin von MW3 oder wie das damals hieß, wo man eine Granate nach dem Tod fallen lässt. Und du gehörst mir. Komm her. Ey, das Ding ist so schlecht mit Schalldämpfer. Mann, also in Behindertenklasse raussuchen, das ist echt gut. Der snipe mich jetzt wieder, ja, war klar. So, noch 3 Kills. Also, dank dir, Loadstar. Ich hatte auch mal was Gutes in den Vorräten seit 5 Jahren. Ohne Scheiß. Ich hatte eigentlich selten sowas drin und natürlich in so einer Folge, wo es eigentlich darum geht, mit Waffenkills zu machen, bekomme ich dann mal einen Loadstar. Ist auf jeden Fall eine nice Aktion. Ja, der Score ist natürlich wieder dementsprechend behindert. Boah, oh ja, mit M8 könnte ich mir eigentlich auch mal eine Klasse. Nee, obwohl, der macht mir irgendeine Ranzklasse. Vielleicht werde ich auch mal eine Runde richtig FFA spielen. Also, mal versuchen, zum Beispiel einen Nuke-Out oder so zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt bekomme ich wieder keine. Oh Mann, bleib doch hier. Oh, so ein geiles Reese zu dem 60 hier. Oh, jetzt dash. Ey, ohne Witz, es quittet der Horst wieder oder was? Nice one. Bitte warten Sie auf eine kurze Unterbrechung, meine lieben Damen und Herren. Es geht gleich weiter. Ah, oh, so toll. Warten. 14, 13. Ja, geil. So. Hoffentlich ist der jetzt nicht raus, der gerade vor mir war, weil den wollte ich mir jetzt eigentlich catchen. Komm, wie der schluckt. Habt ihr es mal gesehen? Yo, da ist der deutsche Sniper nochmal hier live und in Farbe. Okay, den letzten Knife, ich pass auf. Guten Morgen. Ja. Damit auch, das war's dann auch schon wieder. 30-14, gut, das war jetzt eine kleine Fun-Folge, weil der Loadster dabei war. Aber das habt ihr eben davon, wenn ich mir Vorräte mitnehme. Kann ich ja nichts für, hätte auch was Schlechtes drin sein können. Und ja, er lädt hier ganz gechillt nach. 30-14, mit Loadster. Naja, ist ja jetzt auch erstmal egal. Wie gesagt, eine kleine Fun-Folge. Und ich würde sagen, schreibt wieder aktive Klassen in die Kommentare. Like Montana. Viel Spaß. Und ja, was wollte ich noch sagen? Bald kommt Dings hier. Wie heißt's? Wie heißt der Trick? Telefonverarsche, Hashtag Nummer 002. Nein, Spaß. Also die zweite Folge von Telefonverarschen, so ein kleiner Zusammenschnitt, werdet ihr bald sehen. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall erstmal von mir. Und ich werde behaupten, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Oder beziehungsweise bis zum nächsten Donnerstag. Haut's da.